Ja, Leute, willkommen zu einer weiteren Reaktion. Und zwar hat Face Jarvis ein Musikvideo produziert, Band for Life, ne? Hat jetzt schon 1,1 Millionen Views, aber schon massiv viele Dislikes. Also 30.000 Dislikes, ne? Sieht krass aus. Wenn ihr nicht wisst, worum es geht, Face Jarvis hat vor kurzem, ist noch gar nicht so lange her, 2 Monate, vielleicht 3, hier ein paar Aimbots und Hacks und Cheats in Fortnite benutzt. Und Epic hat den dann gebannt. Und dann hat er darüber ein Video gemacht, wo er ein bisschen drüber sich aufgeregt hat und so weiter. Aber letztendlich hat er Hacks und Cheats verwendet, ne, und wurde dafür lebenslang aus Fortnite gebannt. Und dadurch, dass er jetzt gebannt ist, hat er einen Song daraus produziert. Und das ist natürlich ein Joke. Ja, ist natürlich wahrscheinlich ein Joke-Video, aber ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was er da so raushaut und was dahinter steckt, weil sieht ihn nicht so aus, als ob die Leute das als Joke aufnehmen, würde ich mal sagen, oder? Jarvis. Fortnite player is banned for life. Or Faze Jarvis. Or Faze Jarvis. Da konnte er schlecht schlafen, ne? Aber naja, da, ihr habt es gerade gesehen, ne? Die ganzen Medienberichte haben auch darüber, beziehungsweise Medien haben darüber berichtet. Band for life. Kann immer noch nicht joinen, ne? Phase hoodie, phase chain. Givenchy OV. Balenciaga, I can wear so many different things. I just caught the rollie with the blue phase, and it's playing Jane. Yeah, oh, yeah, yeah. OV sliders on my feet. Gucci flip-flops, no sneaks. Still clap up. Ey, muss man sagen, ich verstehe den relativ schlecht, ne? Weil das alles so tief ist. Ich weiß nicht, ob seine Stimme nicht so tief, ne? It's no cheat. I know I ain't got it yet, but I want that Rari. Or should I go Digi-Wagon way? Grind hard every day. Work hard every day. Work hard every day. Das sieht aus, als ob der voll unter Drogen wäre, ne? Ganz Zeit diese blaue Augen, als ob der voll zugekifft wäre oder so. Ist das Galtkupfer? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist, genau das sollte man machen. Snipe kids all day. They ask me how I started. Fortnite how I came. Playing Xbox in the UK, 10 hours on almost every day. I was 17, then I turned face. Mansion in the hills out in LA. Life is amazing. Making videos and it's crazy. I just got one question. How I get banned from a game? Fortnite World Cup, yeah, $3 million on the table. Almost qualified. Still made a little change, oh. I ain't really tripping off a two. Also die ganze Effekte, ne, hier noch diese Cloud-Geschichte, Autotune noch oben drauf, macht die Sache nicht verständlicher, was er gerade singt, ne. Er singt darüber, dass es sein Game war, dass er mit 17, dass er ein krasses Leben dadurch geführt haben, wie kann man dafür mich bannen, für, aus seinem eigenen Game oder sowas, ne. Von der Produktion erstmal des Videos ist okay, ist jetzt nicht super high production, also wenn man jetzt einen Standard-Skill-Song für, GTA-Song nimmt, ne, haben die deutlich mehr Production-Value gehabt mit mehreren Locations, das sieht schon ein bisschen mehr nach Heimproduktion aus, schlecht gemacht ist also das reine Video an sich nicht. Der Song ist aber mega. Too many in a few months. All over my fans love them too much. All over my fans love them too much. Givenchy OV. Balenciaga, I can wear so many different things. Aber der Text, das ganze Gesungene hat überhaupt keinen Catch. Das ist kein Refrain drin. So gefühlt rabbelt da irgendein Gedicht runter. Ja, der singt nicht, der rabbelt ein Gedicht runter. Ja, ist irgendwo Rap. Ich frag mich sowieso, warum die Leute immer rappen. Also wenn YouTuber einen Song machen, machen die irgendwie einen Rap-Song immer. Ne? Warum macht keiner einen Schlagersong oder irgendeinen Popsong? Na gut, Bibi hat einen Popsong gemacht, Leute, lassen wir das. Aber Witz, aber der Text ist so mega belanglos. Der ist überhaupt kein nix Catchiges bei, ne? Gucci flip-flops, no sneaks. Still club bots, no cheat. I know I ain't got it yet, but I want that Rari. Komm jetzt zu schwatzen. Und mit alle mit echten Waffen, ne? Grind hard every day. Work hard every day. Me and my bro getting paid. Made a video using an Xbox. Ey, oder wird das so schlecht, ey? Oh, jetzt mach... War da kurz davor, ein Fortnite-Emote zu machen? War da kurz davor, den Take the L zu machen, Leute? Ja, guck. Ja, der wollte Take the L machen.
Ey, und dann haben die noch irgendwie so einen Garten. Wieso benutzen die echte Waffen? Kollege, das ist ein Fortnite-Song, ne? Der ganze Fortnite-Community. Wieso hast du nicht einfach Fortnite-Waffen? Die gibt's doch von Nerf und was auch immer. Hätte man benutzen können, aber nein, die knallen sich damit Pistolen ab und der singt dabei, was mit, dass er Flipflops trägt und keine Sneakers oder was. I don't hate Fortnite, no, I'm not dissing. Still using Fortnite slang, I'm tripping, I'm cracked. Go to this, that L2 crank. 90's beaming, I'm like Willie Beeman. Man, they swear I'm cheating, this that lazy gang. W key, I'm the W kid. Jesus. Ja. Und er hat wirklich Flippers, ey. Er macht den Take, ey. Ja. So, nach 3 Minuten, Leute. Bleibt euch der Song irgendwie in Erinnerung? Bleibt auch, was sagt ihr dazu? Schreibt mal runter in die Kommentare. Aber irgendwas davon würdet ihr, ne, selbst wenn das jetzt ohne Face Jarvis wäre, wenn das jetzt ein Background-Song wäre, wenn ich irgendeinen Stream hätte oder sowas, hättet ihr gesagt, dass der Text ist mega deep oder muss er auch nicht sein? Ist ein Joke. Keine Frage, ne? Ich erwarte jetzt hier keinen Macklemore oder was auch immer, ne, der irgendwie versucht mega pseudo-deep zu sein oder was auch immer. Nichtsdestotrotz ist da fast nix drin, wo ich dann sage, boah, das ist kreativ gewesen. Rappelt ein Gedicht runter, von wegen, dass er gebannt wurde und dass er hart gearbeitet hat, 10 Stunden am Tag gestreamt hat, dass er Flippers trägt statt Sneakers oder was auch immer. Und dass es bei mir jeder wissen würde, dass es scheiße wäre. So vom Videoaufbau, wie gesagt, ist es schon ganz nett gemacht. Hier kriegt er irgendwo ganze Zeit Drogenaugen. Ja. Er öffnet die Truhe und auf einmal, bam, kriegt er da absoluten Flash oder sowas, ne? Kriegt einen Ultra-Instinct-Modus rein und zieht dann auf einmal echte Waffen raus. Gut, ist Amerika, fuck yes, ne? Am Start. Ja, oh, die Skins, die versucht haben, Fortnite-Skins reinzunehmen. Aber ne, das ist so ein bisschen eine Mischung aus, gefühlt aus GTA, weil die sich mit echten Waffen abknallen. Ne, weil er da ganze Zeit rumrennt, GTA mit Schreckschusspistolen rumrennt. Und dann diese Fortnite-Skins und dann auch noch die Fortnite-Emotes macht. Das ist irgendwie so eine Mischung aus Fortnite und GTA. Das war absolut nichts sagen, ne? Was haben die Leute da in den Kommentaren geschrieben? Ich vermisse es, wenn meine Ohren nicht wussten, dass sowas existiert. Producer, wie viel Autotune willst du? Ja. Können wir alle hier uns einigen, dass das mehr Dislikes verdient als YouTube Rewind 2019? Würde ich eigentlich auch sagen, ne? Dafür war YouTube Rewind 2019 noch ein richtiges High-Quality-Video. Das war vorne und hinten einfach nichts. Wenn das ein Joke-Video wäre, dafür ist das viel zu seriös gemacht, ne? Er sagt, das ist einfach nur ein Joke, aber es ist nirgendwo irgendwas Witziges drin, ne? Es ist nirgendwo irgendwas Witziges, nichts Selbstironisches. Ne, man kann einen Joke-Song machen, wo man überhaupt nicht singen kann. Man kann was komplett Selbstironisches machen und sagen, ups, wurde gebannt, was auch immer, kann man irgendwie witzig verpacken. Aber das ist so mega, versucht so deep zu sein, mega ernst, mit Waffen rumzulaufen, ja, ich bin cool, trage Flippers, was auch immer. Ne, so eine, hier, selbstironischer Song wäre ungedisst. Ne, Unge ist ja jetzt, oh, der produziert ja auch sonst keine Videos, aber das ist natürlich ein selbstironischer Song, der nimmt sich selbst auf die Schippe und das feiern die Leute auch. Selbst wenn man dabei nicht singen kann oder was auch immer für schlechte Lines hat und dabei ist der Song noch deutlich besser. Das ist, im Vergleich dazu ist dieser Song noch da 10-mal besser. Hier ist auch nochmal Production Value, guckt euch das an, wie viel hier Schnittarbeit drin liegt. Und keine Pseudoliebe, oh, ich trage Flippers oder was auch immer. Ne? Was doch gar nicht schwer ist, denn ich bin ein... Ne? Da ist sogar der Beat besser. Ohne Witz, da ist sogar der Beat. Jetzt so die paar Sekunden, die ich reingehört habe. Ich will ja nicht länger reinhören, wegen vielleicht Copyright oder was auch immer. Aber selbst da ist der Beat so richtig noch catchy. Aber das Video würde ich nie im Leben als Joke ansehen. Das ist so mega ernst und so einfach mega null sein. Oh Mann, nee, nee. 2019 Jarvis gebannt von Fortnite, 2020 gebannt aus YouTube. Ja, glaube ich nicht. Oder eine Alternative wäre vielleicht einfach zuzugeben, hey Leute, ich habe Fehler gemacht, Shit gemacht, ne, ein bisschen einfach noch so ein bisschen zugeben, hey, Fehler gemacht und daraus vielleicht irgendwie einen Song machen, aber das nicht sagen. Komm, Dislike gebe ich auch nicht, pushen wir das Video nicht weiter. Wird sowieso Milliarden von Views kriegen wahrscheinlich, ne, und das Ziel ist damit erreicht. Ich meine, war nicht eines seiner bekanntesten Videos dadurch, dass er gespielt hat, dass er in den Knast gelandet ist, um sein Merch zu verkaufen? Ich erinnere mich da so an so ein Knast-Video, wo er gespielt hat, dass er im Knast ist und um aus dem Knast rauszukommen, sollen die Leute Merch kaufen, ne, also war eine riesen fette Promo-Aktion für irgendein Merch oder sowas, damit seine Zuschauer Merch kaufen und das war irgendwie mega absurd. Egal, lassen wir das, weg damit.